diesem Wochenende werden wir uns an das Regelwerk der Eindämmungsverordnung halten müssen. Ich weiß, dass es schwerfällt, das gesellschaftliche Leben, aber auch das persönliche, das familiäre Leben immer danach auszurichten, was könnte einer Infektion entgegen sein. Aber es ist sehr wichtig. Wir denken an die Menschen, die letztendlich in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit dieser schlimmen Pandemie in unserem Landkreis allein verstorben sind. Für 228 verstorbene Menschen haben Familien viel, viel Trauer hinter sich und natürlich auch viel, viel Konsequenzen zu tragen. Gegenwärtig ist der Infektionsgrad in unserem Landkreis immer noch weit über 100 und die Prognosen stehen nicht gut. Unsere Krankenhäuser sind zwar gut gerüstet, aber die Kapazitätsgrenzen sind fast erreicht. Und immer müssen wir daran denken, dass es auch noch Notfälle gibt, dass es auch noch Fälle des täglichen Geschehens gibt, die in unseren Krankenhäusern bedient werden müssen. Deshalb sind doppelte Kapazitäten nötig, die gibt es aber nicht. Helfen Sie uns allen und insgesamt, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir uns dem Regelwerk entsprechend auch widmen und dass wir vielleicht mit etwas Disziplin und noch etwas Geduld in die Zeit entgegenblicken, in denen wir vielleicht wieder unser gesellschaftliches Leben so wie gewohnt und gewünscht leben können. Bitte passen Sie auf sich auf, aber sagen Sie auch anderen ganz deutlich, die sich nicht an das Regelwerk halten, ihr tut uns und unserer Gesellschaft nicht gut. Insofern möchte ich Ihnen trotzdem gute Stunden für dieses Wochenende wünschen. Auf Wiedersehen.